Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Terschelling. Terschelling ist unsere Lieblingsinsel und ich habe in den letzten Jahren schon das ein oder andere Video von hier gemacht. Allerdings war da immer noch Corona. Jetzt sind endlich alle Maßnahmen gefallen und ich zeige euch jetzt mal, was man hier Schönes unternehmen kann. Viel Spaß! Falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin Anna. Ich liebe es zu reisen und unterwegs zu sein, manchmal ganz in der Nähe und manchmal auch weiter weg. Oft mit dem Womo und immer gerne mit dem Fahrrad im Gepäck. Auf meinem Kanal findet ihr viele Ausflugs- und Reisevideos, also lasst mir doch gerne gleich schon mal ein Abo da. Jetzt aber mal los und ich zeige euch, was wir in diesem Jahr Schönes auf Terschelling gemacht haben. Terschelling und Fahrradfahren gehört für uns total fest zusammen. Terschelling hat super viele Fahrradwege, die wunderschön sind. Sowohl entlang am Wattenmeer über den Deich, als auch durch die Polder oder auch durch die Dünen. Für jeden Geschmack ist da auf jeden Fall was dabei. Absolutes Highlight im Frühling beim Fahrradweg am Deich sind natürlich die ganzen kleinen Lämpchen, die da stehen. Total süß. Immer wieder wunderschön. Aber auch der Weg durch den Wald und entlang der Dünen hat manchmal die eine oder andere Überraschung parat. In diesem Jahr haben wir Fahrradfahren aber auch mal ganz anders ausprobiert. So, nochmal ein Looping. In Westterschelling kann man sich mittlerweile Fatbikes ausleihen, mit denen man auf dem Strand fahren kann. Allerdings sind wir mit unseren zwergenhaften 1,62 doch ein bisschen zu klein für die Fahrräder gewesen. Und es hat nicht ganz so gut funktioniert. Ich komme nicht mit dem Boden. Das ist das Unbequemste, was ich je gemacht habe. Aber man kann auf Terschelling ja auch Dinge tun, die deutlich weniger anstrengend sind. Wir haben zum Beispiel eine Seehundtour mit der Talisman gemacht zu den Seehundbänken zwischen Terschelling und Vlieland. Thank you.
Ein absolutes Muss für Terschelling-Neulinge ist das Wrackenmuseum. Diesmal war meine Mama dabei, die noch nie auf Terschelling war, und deshalb waren wir auch noch mal im Wrackenmuseum. Und danach darf natürlich auch das Eis in der Mühle nicht fehlen. Besonders schön ist auf Terschelling natürlich auch jede Art von Spazierengehen oder Wandern. Wir haben da diesmal auch besondere Gesellschaft gehabt, aber dazu später mehr. Aber ich wollte euch ja noch von der besonderen Gesellschaft erzählen. Wir waren unterwegs einen Vormittag mit dem Esel Freak. Den haben wir uns ausgeliehen. Man kann nämlich nicht nur Fahrräder leihen, sondern auch neuerdings Esel. Mein Gott, zwei wilde Esel, Hammer. Mit dem Esel waren wir spazieren in Osterend zum Heartbreak Hotel und wieder zurück. Das war total schön. Wir haben erstmal festgestellt, wie neugierig so ein Esel ist. Und er war gar nicht störrisch und ganz kooperativ und total lieb. Und wir haben einen super schönen Ausflug gehabt. Es war mal schön, über die Reitwege zu laufen, weil man die ja, wenn man viel mit dem Fahrrad unterwegs ist, gar nicht so kennt. Und das waren einfach nochmal ganz neue Perspektiven. Los bienvenidos cantan, con suspiros de
Das waren unsere Highlights aus unserem Tischelling-Urlaub. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut euch gerne noch meine anderen Reisevideos an, insbesondere das andere Video von Tischelling, wo ich euch meine Lieblingsorte zeige. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und bis bald. Tschüss!